Drusenköpfe. Auto seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Auto seltsam Genzi selbst auf den Galapagos-Inseln gedreht. Drusenköpfe, Conolophus oder Galapagos-Landleguane sind eine Gattung endemisch auf den Galapagos-Inseln lebender Leguane. Der Name Drusenkopf ist die Übersetzung des lateinischen Namens Conolophus und kommt von den zahlreichen kleinen zäpfchenartigen Schilden, mit denen sein Kopf wie eine Kristalldruse von innen gepanzert ist, eckige Klammer auf eins eckige Klammer zu. Druse stammt vom althochdeutschen Drüse oder Beule. Charles Darwin beschrieb die Drusenköpfe einst wenig positiv, eckige Klammer auf. Eckige Klammer zu T. Are ugly animals, of a mellowish orange beneath, and of a brownish red color above. From Tierlufakial Angle Telhef a singularly stupid appearance. Eckige Klammer auf. Eckige Klammer zu. Sie sind hässliche Tiere, von einem gelblichen Orange unten und einer bräunlich-roten Farbe oben. Der geringe Winkel zwischen der Linie vom Nasenloch zum Ohr und jener von der Mundöffnung zum fortersten Teil der Stirn gibt ihnen eine außerordentlich dümmliche Erscheinung. Drusenköpfe werden bis ca. 1,25 Meter lang. Sie haben einen kurzen, drehrunden Schwanz, dem die für seine Verwandten vom Festland typischen Bruchstellen fehlen, die dazu dienen, den Schwanz abzuwerfen, um Fressfeinde damit abzulenken. Ihr Körper ist gelblich bis braun, häufig gefleckt, mit Hautfalten am Hals, und sie haben einen Kamm aus Hornzapfen im Nacken, die sich auf dem Rücken fortsetzen, dort aber kleiner sind. Eckige Klammer auf eins eckige Klammer zu. Männchen und Weibchen der Landleguane leben in enger Gemeinschaft. Das Männchen markiert das Revier, in dem es gut sichtbar auf einem Felsblock sitzt. Sie graben sich einen Bau zum Unterschlupf. Eckige Klammer auf eins eckige Klammer zu. Die Weibchen legen 3 bis 12 lederartige Eier, die dann, in einem Erdloch vergraben, von der Sonnen- bzw. der Erdwärme etwa 50 Tage lang ausgebrütet werden. Sie ernähren sich pflanzlich, zum Beispiel von Blättern, Früchten, Sprossen und Blüten der Opuntien, die in den Galapagos-Inseln hohe baumartige Wuchsformen entwickelt haben, vermutlich zum Schutz vor Galapagos-Riesenschildkröten und Landleguanen. Sie nehmen aber auch tierische Kost. Eckige Klammer auf eins eckige Klammer zu. Kleine und mittlere Grundfinken befreien die Landleguane von Zecken und anderen tierischen Parasiten. Die Leguane reagieren auf die Annäherung der Finken, indem sie sich hoch auf die Beine erheben und den Schwanz anheben und regungslos stehen bleiben, damit die Finken jede Stelle gut erreichen können. Eckige Klammer auf eins eckige Klammer zu. Landleguane sind nicht scheu, so dass man sich ihnen problemlos auf wenige Meter annähern und sie füttern kann.